Tiere des Tertiär und Quartär. Das Aufblühen der Säugetiere in der Erdneuzeit. Hallo, liebe Freunde von Natur und Allgemeinbildung. Die gigantischen Echsen hatten 170 Millionen Jahre lang die Erde beherrscht. Keine andere Tiergruppe verdrängte sie, sondern ein riesiger Meteorit mit einem unaussprechlichen Namen im Golf von Mexiko. Eine Gruppe von Dinosauriern überlebte, das sind die Vögel in unseren Vorgärten. Jetzt wurden die ökologischen Nischen frei für die unterdrückten, kleinen, spitzmausähnlichen Würmerfresser, die unsere Vorfahren sind. Viel Freude und Gewinn an diesen Texten und Bildern. Dr. Hans-Jürgen Alexi. An der Kreide-Tertiär-Grenze explodierte das Leben und insbesondere das Leben der Säugetiere mit unglaublichen und teilweise auch skurrilen Arten. Die Evolution spielte, schuf und verwarf eine Fülle von Gattungen und Arten. Wenige Linien hatten Bestand bis heute. Im Folgenden wollen wir einen nicht vollständigen Rundgang machen durch die bunte Welt der Säugetiere im Tertiär ab 60 Millionen Jahren mit dem Paläogen, mit Paläozän, Eozän, Oligozän und dem Neogen mit Miozän und Pliozän bis vor 2,5 Millionen Jahren und im Quartär mit dem Pleistozän ab 2,5 Millionen Jahren und unserem Holozän ab 12.000 Jahren bis heute. Zuvor wollen wir noch einen Blick auf die Fieberkurve des Planeten Erde werfen. Für uns Menschen ist eine Veränderung von 1 Grad oder 2 Grad Durchschnittstemperatur tatsächlich existenziell und auch für viele andere Lebensformen. Der Planet atmet aber in ganz anderen Rhythmen. Die nachfolgende Grafik zeigt diese stark schwankende Temperaturkurve, die immer auch mit der Artenvielfalt des Lebens korreliert. Wir starten bei den tropischen Temperaturen der oberen Kreide und des frühen Tertiär, kommen dann zu einem langsamen Absinken bis in die Eiszeiten und ab dem Holozän erkennen wir die lebensfreundliche Stabilisierung der Temperaturen bis vor kurzem. Ganz zuletzt deutet sich unser aktueller Anstieg an. Die frühen Anfänge in Trias und Jura. Es gab sie schon in Trias und Jura, unsere Vorfahren. Sie führten allerdings unter dem Regiment der riesigen Reptilien in ihren Nischen ein Schattendasein als kleine, unscheinbare, spitzmausähnliche Säugetiere. Sie konnten erst nach deren Ende und mit dem Beginn des Tertiär ihren Erfolgszug in zwei Richtungen beginnen. Erstens als die Beutelsäuger, Marsupialia, und zweitens als die sogenannten höheren Säugetiere, Euteria oder Placentalia. Auch hier ein sehr frühes kleines Säugetier, diesmal aus Amerika, von dem man nur wenige Skelettteile gefunden hat und entsprechend wenig weiß. Man erkennt nur, dass es sich wie ein Dachs auf das Graben spezialisiert haben muss. Im Bild ein kleines frühes Säugetier aus China, jetzt aus der Unterkreide bereits. Das Interessante ist, dass das Fell, ein Zeichen von Säugetieren, schattenhaft erhalten ist. Im Folgenden nur rasch einige Bilder, die die Vielfalt von heute lebenden Säugetieren zeigen sollen. Hier im Bild ein Opossum, ein Beuteltier, eine Beutelratte, sehr erfolgreich in Amerika mit Vorfahren bereits im Erdmittelalter. Die Vielfalt der heute lebenden Säugetiere ist unbeschreiblich. Es gibt aber auch ein paar gemeinsame Merkmale, die sie zum Beispiel von Reptilien und Amphibien unterscheiden. Zum Beispiel haben Säugetiere Fell in mehr oder weniger starker Ausprägung, hier besonders stark beim Moschusochsen.
Bei den heute lebenden Säugetieren gibt es alles, bei den Arten von klein und harmlos bis hier zur Spitze der Prädatoren, zu der schönsten Großkatze, zu dem Tiger. Die größten heute an Land lebenden Säugetiere sind unsere Elefanten, hier eine Herde vor dem hoffentlich noch lange schneebedeckten Kilimandscharo. Was soll man schon für Worte finden für so ein Tier? Das Schnabeltier aus Australien, ein eierlegendes Säugetier mit einem Entenschnabel. Kein Wunder, dass die Zoologen in Europa im 18. Jahrhundert bei dem ersten Auftauchen an einen Scherz von asiatischen Präparatoren dachten. Dennoch ist sogar dieses merkwürdige Tier an seinen speziellen Lebensraum sehr gut angepasst. Zunächst wollen wir uns den Verwandten zweiten Grades zuwenden in Australien und Südamerika, den Beutelsäugetieren. Sie konnten sich behaupten auf Teilen des alten zerbrochenen Südkontinentes Gondwanaland. Hier im Bild sogar das größte bekannte Beuteltier, so groß wie ein Nashorn, das Diprotodon, ein Vorfahre der heutigen Wombats. Hier das zugehörige Skelett zum Diprotodon. Soweit wir es rekonstruieren können, waren es harmlose Pflanzenfresser, die in Gruppen lebten. Sie starben am Ende der letzten Kaltzeit und Beginn der Warmzeit aus, allerdings auch zeitgleich mit dem Auftreten von Menschen in Australien. Die größten Beutegreifer unter den australischen Tieren waren die Beutellöwen, Thylacoleo. Es gab mehrere Arten von Katzengröße bis maximal sogar Löwengröße. Hier sind beide Arten zusammen, eine künstlerische Darstellung, die den Angriff eines Beutellöwen auf unseren Riesenwombat Diprotodon zeigt. Eine weitere ausgestorbene Art von großen Beuteltieren war das Kurzschnauzenkänguru, das immerhin noch 1 Meter größer wurde als das heute lebende rote Riesenkänguru. Jetzt gehen wir weiter zu unseren näheren Verwandten, zu den sogenannten höheren Säugetieren oder Plazentatieren. Wir beginnen zum Beispiel bei den Rüsseltieren, denn auch unsere heutigen Elefanten haben eine facettenreiche Reihe von Vorfahren mit evolutionärem Versuch und Irrtum. Ich will mit einem Charaktertier der Eiszeit beginnen, mit dem Mammut. Die ältesten Mammutfossilien datieren seit etwa 5 bis 6 Millionen Jahren. Eine dominierende Art war das Wollhaar-Mammut, Mammutus primigenius, und dieses existierte seit etwa 750.000 Jahren. Die Maße bei den Mammutarten waren beeindruckend. Eine Schulterhöhe von maximal 3,7 Meter wird angenommen und ein Gewicht von 5 bis 8 Tonnen. Die größte Form allerdings war das Steppenmammut mit einer Höhe von 4,5 Metern und bis 10 Tonnen Gewicht. Es breitete sich ab dem Miozän aus Afrika kommend nach Eurasien und Nordamerika aus. Die beeindruckenden Stoßzähne konnten bei alten Männchen 4,50 Meter bis 5 Meter lang werden und waren spiralförmig nach außen und oben gebogen. Bei den Mammuts entwickelten sich Zwergenformen auf den Inseln. Die letzte kleine Form gab es noch auf der Wrangelinsel in der Arktis vor Ostsibirien vor etwa 4000 Jahren. Da standen bereits die Pyramiden. In den Permafrostböden von Sibirien und Alaska, die jetzt stärker auftauen, werden immer wieder tiefgefrorene Mammute gefunden,
die gut erhalten sind, zuletzt 2013 ein Mammut mit einer flüssigen Blutprobe. 70% der DNA sind bereits entschlüsselt für eine mögliche Zukunft. Das Bild zeigt das berühmte Berjosowka-Mammut 1901 in der Fundlage halb sitzend. Die Weichteile waren noch so gut erhalten, dass das Fleisch teilweise von Füchsen und Wölfen abgefressen wurde. Von dem gleichen Mammut hat man eine Plastik hergestellt und sie in der Fundlage in St. Petersburg aufgebaut. Das Bild zeigt ein sehr gut erhaltenes kleines Mammut in St. Petersburg, welches in Sibirien an einem Flussufer abgerutscht sein muss und dann dort im Schlamm umgekommen ist. Die Erhaltung ist so gut, dass Haare, Haut, Weichteile und Eingeweide erhalten sind. Die Mammutarten waren in vielem ähnlich zu heutigen Elefanten. Das Mammut hatte auch 6 Zahnfolgen wie die heutigen Elefanten. Sein Aussterben kam mit dem Beginn der Warmzeit vor etwa 10.000 Jahren, vermutlich durch den Klimawandel und die Änderung der Flora und vielleicht auch durch die menschliche Jagd. Das Bild soll gegenüberstellen zum Vergleich die äußeren Merkmale zwischen dem europäischen oder eurasischen Mammut und dem nordamerikanischen Mastodon. Die Menschen der Eiszeit hatten ein ambivalentes Verhältnis zu diesen Riesen, diesen großen Säugetieren und Königen der Eiszeit. Einerseits waren sie gefürchtete Tiere, aber auch begehrte Jagdbeute, und andererseits verehrten sie auch diese Mammute, wie solch eine Kleinplastik zeigt. Am Ende der Mammutzeit, am Ende der Eiszeit, entwickelten sich die Vorläufer der heutigen Elefanten. Das ist in unserem Bereich insbesondere der europäische Waldelefant mit extrem langen Stoßzähnen. Eine Plastik des europäischen Waldelefanten, der erst in der letzten Eiszeit ausgestorben ist. Beeindruckend sind diese sehr langen, geraden Stoßzähne. Das Gomphotherium ist eine im Tertiär weit verbreitete Gattung von Rüsseltieren, die ausgestorben sind. Die Pflanzenfresser zeichnen sich aus durch einen relativ flachen Schädel und durch 4 lange, starke Stoßzähne. Hier eine verkleinerte und dafür plastische Darstellung des Gomphotheriums. Das Paläomastodon ist eine sehr frühe Form von Rüsseltieren. Der Maler Heinrich Harder hat versucht, mit Fantasie und wissenschaftlicher Genauigkeit diese versunkene Welt wieder entstehen zu lassen. Auch das Deinotherium, der Hauerelefant, war eine im Tertiär weit verbreitete und erfolgreiche Art von Rüsseltieren, die gekennzeichnet ist durch 2 seltsam nach unten gebogene Stoßzähne. Diese haben vermutlich dem Ausgraben von Wurzeln und dem Nahrungserwerb gedient. Diskutiert wird die Länge des Rüssels, vermutlich war dieser kurz, ähnlich wie bei heutigen Tapiren. Es gab kleinere Arten, bis auch die größten Arten ihrer Zeit über 4 Meter Schulterhöhe. Das Deinotherium stammt zwar aus Afrika, war dann aber in der alten Welt weit verbreitet. Viele Fundstellen finden sich auf dem Balkan und auch in Süddeutschland. Eine andere Darstellung des beeindruckenden Tieres, des Deinotheriums im Vergleich zu einem Menschen. Eine weitere ausgestorbene Rüsseltiergattung ist das Platybelodon, der Schaufelzahnelefant. Auch er besaß 4 Stoßzähne wie Gomphotherium und die unteren beiden Stoßzähne sind schaufelartig zusammengewachsen. Man geht davon aus,
dass diese in Sumpflandschaften und Graslandschaften zum Nahrungserwerb gedient haben. Das ausgestorbene Rüsseltier Platybelodon, der Schaufelzähner, lebte in Herden und wurde bis 4,5 Tonnen schwer. Ein Platybelodon, ein Schaufelelefant in einer fantasievollen amerikanischen Darstellung, wo unser Riesenhai Megalodon wieder den Bösewicht spielen muss. Die nächste beeindruckende Tierart der Eiszeit ist das Wollhaarnashorn, Zylodonta antiquitatis. Das Wollhaarnashorn stammt aus Ostasien und trat vor 400.000 Jahren erstmals in Europa auf. Es ist niemals über die Beringbrücke nach Amerika gelangt. Das Wollhaarnashorn ist nicht verwandt mit den afrikanischen Nashörnern, sondern mit der heute noch lebenden, aber bedrohten Art des Sumatra-Nashorns. Das Wollhaarnashorn war an das Klima der Eiszeit gut angepasst und trug ein dichtes, rostbraunes Fell. Es besaß einen kräftigen Nackenbuckel als Ansatz für die starke Muskulatur und große Nasenhörner bis 90 cm. Den Kopf hielt es gesenkt. Merkmale: Das Wollhaarnashorn wog 1,5 bis 3 Tonnen und erreichte eine Kopfrumpflänge bis 350 cm sowie eine Schulterhöhe bis 170 cm. Die Tiere wurden bis 45 Jahre alt. Die Nahrung bestand aus Gras, Büschen und Zweigen. Erwachsene Tiere hatten keine Feinde mehr. Das Bild zeigt die staunenden Menschen in Lemberg in der Westukraine vor 100 Jahren vor dem gut erhaltenen Fossil eines Wollhaarnashorns. Viele Reste, Skelette und Kadaver sind noch in dem Permafrostboden Sibiriens erhalten. Das Wollhaarnashorn starb vor etwa 12.000 Jahren aus durch Klimaveränderungen und fraglich auch durch die Eiszeitjäger. Höhlenmalereien, Tonfiguren und Schnitzereien bezeugen seine Faszination für die Menschen. Auch bei uns in Deutschland und Mitteleuropa war das Wollhaarnashorn in der Eiszeit nicht selten. Unsere Vorfahren in der letzten Eiszeit lebten mit ihnen zusammen. Die Höhlenmalereien beweisen es, mit Auerochsen, wilden Pferden und Wollhaarnashörnern. Das Uintatherium aus der Gruppe der Dinocerata, der schrecklichen Hörner, war eine frühe große Säugetierart, die sowohl Merkmale von Nashörnern als auch von Elefanten aufweist. Es war ein Pflanzenfresser. Kennzeichnend sind die drei unterschiedlich großen Paare von Schädelhörnern. Hier eine andere Darstellung des Uintatherium von unserem großartigen Naturmaler Heinrich Harder. Das Tier ist also ein frühes Huftier und hatte Ähnlichkeiten zu heute lebenden Nashörnern, aber auch Unterschiede im Körperbau. Die Gattung Megacerops gehört zu den Donnerhuftieren Prontotheriidae und wurde bisher ausschließlich in Nordamerika gefunden. Es handelt sich um Pflanzenfresser, die zwar nashornähnlich wirkten, die man heute aber eher in die Nähe der Vorfahren der Pferde rückt. Als Ergänzung zum Skelett im vorigen Bild hier eine schöne plastische Darstellung des großen Megacerops des Unpaarhufers aus dem Tertiär Nordamerikas. Auch das Arsenoitherium ist eine große, ausgestorbene Säugetierart. Die bisherigen Fundorte liegen ausschließlich in Afrika und auf der arabischen Halbinsel.
Die Funktion der riesigen Stirnhörner ist unklar. Die Besonderheit besteht darin, dass sie nicht aus Horn bestehen, sondern Knochenauswüchse darstellen. Das Tier war ein friedlicher Pflanzenfresser. Die zahlreichen Skelettbefunde zeigen, dass Arsinoetherium in Afrika und Arabien weit verbreitet war. Eine semiaquatische Lebensweise, also in Sumpfgebieten oder in Flachwasserzonen, wird diskutiert. Das Pleistozän hat auch in der neuen Welt einige bemerkenswerte Tierformen hervorgebracht. Das Glyptodon ist eine Gattung von Säugetieren aus dem Pleistozän Südamerikas, die vor etwa 12.000 Jahren ausstarb. Sie gehörten zu den sogenannten gepanzerten Nebengelenktieren und sind den heutigen Gürteltieren ähnlich, allerdings nicht identisch. Daher ist die Bezeichnung Riesengürteltier naheliegend, aber nicht ganz korrekt. Nahe verwandt war auch das Klyptotherium aus Nordamerika. Der kuppelförmige Rückenpanzer des Glyptodon bestand aus starren, miteinander verwachsenen, viereckigen Hautverknöcherungen. Die Platten waren eben nicht gelenkig wie bei den heutigen Gürteltieren. Das Glyptodon konnte ein Gewicht bis zu 1400 Kilogramm und eine Länge von mehr als 3 Metern erreichen und entsprach damit etwa einem heutigen Nashorn. Am Ende der letzten Kaltzeit verschwand es. Die jüngsten Funde stammen aus Brasilien noch vor 12.000 Jahren. Hier ein eindrucksvoller Vergleich zwischen Form und Panzer des Glyptodon zu einem heute lebenden Gürteltier. Lebensweise: Das Glyptodon war in den Savannen Südamerikas verbreitet und ernährte sich von Gras. Es gibt Funde, die dokumentieren, dass die Tiere nicht völlig sicher vor Raubtieren waren. Jaguare konnten sie durch Angriffe auf den unzureichend geschützten Schädel erbeuten. Die indigene Jagd ist spekulativ. Das Riesenfaultier Megatherium americanum. Riesenfaultiere existierten seit 2 Millionen Jahren in Südamerika und Nordamerika. Es gab mehrere Arten von 1,20 Meter Höhe bis beeindruckende 6 Meter Höhe. Sie waren Pflanzenfresser und Bodentiere. Sie lebten nicht in den Bäumen wie ihre heutigen Nachkommen. Wie die heutigen Arten bewegten sie sich aber sehr langsam. Die langen Krallen dienten zum Graben und zur Verteidigung. Die meisten Arten sind bereits seit 10.000 Jahren ausgestorben, vermutlich durch den Klimawandel und auch als leichte Jagdbeute der Paleo-Indianer. Kleine Arten fanden die Spanier noch auf Kuba und Hispaniola bis etwa 1550 vor. Im Folgenden einige Bilder von Krallentieren und Huftieren aus verschiedenen Gattungen. Der Moropus auf diesem Bild war ein pferdegroßer Pflanzenfresser, der auch Ähnlichkeiten zu Pferden aufwies. Er besaß Krallen an den Vorderfüßen, wie das nachfolgende Tier, das Chalicotherium, das Krallentier. Hier verteidigt er sich gegen Daphoenodon, das sind frühe Raubtiere im Miozän. Sie weisen sowohl Merkmale von Bären als auch Hunden auf, werden aber als eigenständige Gattung geführt. Es wird diskutiert, dass die ausgestorbene Säugetiergattung Calicotherium immerhin bis 2,6 Meter Höhe sich aufrichten konnte, um an Zweige und Blätter zu gelangen und das sowohl zur Nahrungssuche als auch zur Verteidigung die starken Krallen
der Vorderfüße benutzt wurden. Beim vierfüßigen Gang stützten sich die Chalicotherien vermutlich ähnlich wie Gorillas auf ihre Knöchel auf und hatten die langen Krallen nach hinten eingeschlagen. Macrauchenia ist eine Gruppe von kamelgroßen und auch kamelähnlichen Huftieren aus Südamerika, von der wenig bekannt ist. Sie starben nach der Bildung der mittelamerikanischen Landbrücke aus, möglicherweise durch zugewanderte Raubtiere aus Nordamerika. Das Bild zeigt den Steppenbison Bos priscus. Er ist der direkte Vorfahre des Bison in Amerika und über einen kleinen Umweg auch des eurasischen Wisents. Als direkter Vorfahre des Bison war er größer als dieser und ist am Beginn der Warmzeit ausgestorben. Unser Wisent entstand durch Kreuzungen von Steppenbisons mit weiblichen Auerochsen. Das Bild zeigt einen besonders gut erhaltenen Steppenbison, einen mumifizierten Steppenbison, der in Alaska in einem Schlammloch umgekommen ist. Der Bison weist sogar noch Fraßspuren von zwei amerikanischen Löwen auf, die erst später in Nordamerika ausgestorben sind. Der Riesenhirsch Megaloceros giganteus war eine beeindruckende Hirschart, etwa seit 400.000 Jahren bis zum Ende der letzten Eiszeit. In Sibirien scheint er noch bis vor 7.600 Jahren vorgekommen zu sein. Der Riesenhirsch hatte eine Schulterhöhe bis 2 Metern, also wie ein Elch, und entwickelte Geweihschaufeln von 3,6 Meter Breite und bildete diese jährlich neu, also eine große Stoffwechselleistung. Es gab aber auch kleine Inselformen auf Korsika und Kreta. Die DNA-Analyse zeigt eine Verwandtschaft zum Dammhirsch. Eine andere künstlerische Darstellung des Riesenhirsches Megaloceros. Es gab die Hypothese, dass der Riesenhirsch ausgestorben ist, weil er bei der Verfolgung durch Raubtiere mit den unpraktischen Schaufeln hängen geblieben sei. Das ist wenig wahrscheinlich, denn der Riesenhirsch war ein Steppentier. Der Rückgang ist vermutlich eher auf Vegetationsveränderungen der Warmzeit und auf menschliche Verfolgung zurückzuführen. Die Rindergiraffe, das Sibbatherium, waren fossile, giraffenartige Huftiere, die ihre Blütezeit im späten Tertiär und im Pleistozän hatten. 1832 wurden die ersten fossilen Überreste einer Gattung in Pakistan entdeckt. Der Lebensraum waren die gemäßigten Zonen Afrikas, Europas und Asiens. Rindergiraffen traten mit mehreren Gattungen zeitgleich mit den Giraffinen auf, die zu den heute lebenden Giraffen geführt haben. Die Rindergiraffen wirkten eigentlich eher wie untersetzte Antilopen oder Büffel mit kurzen Beinen und einem kurzen Hals. Sie erreichten Gewichte bis 400 Kilogramm und Höhen bis 3 Meter. Der mächtige Schädel war 90 Zentimeter lang. Von den vier großen, fellumkleideten Stirnzapfen waren die hinteren schaufelförmig geformt. Sie ernährten sich vermutlich von Gras. Die Gattung europäische Rindergiraffe war etwas kleiner und besaß zwei große Stirnzapfen. Die meisten Arten lebten vor 2 Millionen Jahren, die letzten Vertreter starben während des Pleistozäns aus. Schwache Hinweise, nämlich eine sumerische Bronzefigur und Höhlenmalereien aus der Sahara, die ähnliche Tiere darstellen, führten zu so schönen Spekulationen, dass einige Tiere
noch bis vor 8000 Jahren überlebt haben könnten und durch mündliche Überlieferung im alten Babylon noch bekannt waren, sodass diese vielleicht auf der Prachtstraße in Babylon am Ischtar-Tor verewigt wurden. Die Vorfahren der Pferde sind vielfältig. Die Vorfahren der modernen Gattung Equus stammen allerdings aus Nordamerika, wo sie vor etwa 10.000 Jahren aus ungeklärten Gründen ausgestorben sind. So ging es los. Das Hyracotherium oder Eohippus, das Pferd der Morgenröte, war ein ganz früher Vorfahre der Pferdeartigen. Es wurde nur bis 20 cm groß, wie ein Kaninchen oder Hase und besaß noch Pfoten. Die Entwicklung zu den heutigen Pferden geht weiter. Hier ist ein vollständiges Skelett von Mesohippus, also Mittelpferd oder Halbpferd. Es besitzt immer noch drei Zehen, aber bereits andere Skelettveränderungen, die zu den modernen Pferden weisen. Seine Schulterhöhe beträgt jetzt bereits 60 cm. Die Hyaenodonten lebten im mittleren Tertiär und gehörten zu den Urraubtieren. Sie brachten viele Arten hervor, von Mardergröße bis zu deutlich größeren Formen. Auffallend an ihnen ist insbesondere ihr mächtiger Schädel, der im Verhältnis größer ist als bei heutigen Raubtieren, und ihr kräftiges Gebiss. Dieser massige Hyanodon-Schädel zeigt noch einmal das sogenannte Brechscherengebiss. Die Hyanodon-Arten waren auf allen Erdteilen der alten und neuen Welt im Tertiär weit verbreitet. Die Säbelzahntiger, eigentlich Säbelzahnkatzen, waren Spitzenprädatoren in den Eiszeiten und lebten immerhin bis zum Ende der letzten Eiszeit. Hier das zugehörige Skelett zu Homotherium der Säbelzahnkatze. Die Art Pachycrocuta ist die größte bekannte Hyänenart und lebte bis in die Mitte der Eiszeiten. Das Bild zeigt einen ganz anderen Bären, eine ausgestorbene amerikanische Bärenart, den Kurzschnauzenbären. Dieser war noch größer als der heutige Kodiakbär und besaß eben ein Fleischfressergebiss, also eine furchterregende Erscheinung. Varia, im Folgenden kurz eingeschoben, einige sehr unterschiedliche Arten. Dieser seltsame, glubschäugige Vertreter ist ein ausgestorbener Riesenlemur aus Madagaskar. Er wurde fast so groß wie ein Mensch und ist vor noch nicht langer Zeit ausgestorben. Er könnte glatt die Vorlage für King Julien, den König der Lemuren, aus den Filmen Madagaskar abgegeben haben. Zur Gruppe der Desmostylia ist wenig bekannt. Sie lebten nur im Pazifik und zeigen Ähnlichkeiten zu heute lebenden Flusspferden. Die seltsame Anordnung der Zähne ist einmalig bei Säugetieren und könnte bei der Abweidung von Seegras hilfreich gewesen sein. Das nächste Monster ist der Komodowaran. Der Komodowaran ist die größte lebende Waranart und kommt nur noch in Indonesien, auf der Insel Komodo und drei Nachbarinseln vor. Die Riesen erreichen Längen bis 3 m und ein Gewicht bis 70 Kilogramm. Ihr Alter wird maximal auf 30 Jahre geschätzt. Komodowarane sind stark gefährdet und daher streng geschützt. Es existieren noch 3000 Exemplare. Man könnte meinen, es handelt sich bei den Komodowaranen um Inselgigantismus. Auf Inseln, auf isolierten Lebensräumen können sich ja riesige und auch sehr kleine Formen entwickeln. Bei den Komodowaranen handelt es sich aber um Nachkommen
von indo-australischen Riesenwaranen, die immerhin bis zum Pliozän gelebt haben. Zum Beispiel von diesem Varanus priscus bis 7 Meter Länge. Die heute noch lebenden größten Warane, die Komodowarane, sind direkte Nachkommen von Riesenwaranen aus dem Tertiär wie dem Varanus priscus. Jetzt verlassen wir einmal die Säugetiere und stellen einige Vertreter unserer gefiederten Freunde vor. Das Bild zeigt Archaeopteryx, den Urvogel oder dem Namen nach alte Feder oder alter Flügel. Archaeopteryx stellt das Bindeglied zwischen den Reptilien und den Vögeln dar. Er gehört nicht zum Tertiär und Quartär, sondern noch zum oberen Jura. Archaeopteryx weist Merkmale beider Klassen auf, sowohl der zweibeinigen Dinosaurier, Reptilien, als auch der Vögel. Er hat noch Zähne und Krallen an den Flügeln, so einen langen, knöchernen Schwanz. Er besitzt bereits Federn, zwar nicht so wie die modernen Federn, aber bereits gut entwickelte Federn, wahrscheinlich am ganzen Körper und wahrscheinlich überwiegend schwarz. Das Tier war etwa rabengroß. Es ist nicht ganz sicher, inwieweit er den Schlagflug beherrscht hat oder ob er ein Baumkletterer war, der überwiegend Flatter- und Schwebflüge durchgeführt hat. Hier eine andere, moderne Rekonstruktion unseres Urvogels Archaeopteryx. Im Tertiär und auch noch im Pleistozän entwickelten sich überwiegend in Südamerika und nach der Landbrücke über Panama auch in Nordamerika eine Familie von großen Vögeln, den sogenannten Terrorvögeln, Furus racidae. Etwas kleinere Arten, die nicht verwandt sind, aber ähnlich, waren auch Gastornis und Diatryma in Europa und Asien. Die Vögel entwickelten kleine Arten, aber auch riesige Formen bis knapp 3 Meter. Sie waren charakterisiert durch den starken Schnabel mit einem Haken am Oberschnabel wie bei heutigen Greifvögeln, sowie durch sehr starke Beine, die zum schnellen Laufen und zum Beutegreifen befähigten. Ihre Nachfolger sind heute die Sierra-Yemas, Laufvögel in Südamerika. So sehen die heute lebenden Nachfahren der Terrorvögel in Südamerika aus. Die Sierra-Yemas sind ähnlich wie die Sekretärsvögel in Afrika. Sie haben wieder die Flugfähigkeit angenommen, fliegen aber selten und sind überwiegend bodenbewohnende Laufvögel. Die kleinen Säugetiere hatten es schwer im Lebensbereich dieser Terrorvögel. Furus racus und die anderen Arten traten vermutlich in Konkurrenz zu den Beutegreifern der Säugetiere, was vielleicht ihr späteres Aussterben erklärt. Hier eine Zeichnung von Andalgal ornis, einer weiteren Gattung aus der Familie der Furus racidae, der Terrorvögel, also ebenfalls große, flugunfähige Laufvögel, die räuberisch lebten. Im Bild ein Skelett von Titanis, einem großen Laufvogel, diesmal aus Nordamerika. Die Evolution entwickelte in den verschiedenen Lebensräumen mehrere Arten dieser riesigen Laufvögel, der Terrorvögel. So zum Beispiel die größte Art, Kelenken, links im Bild in Südamerika, bis fast 3 Meter Höhe. Die europäischen Arten wie Gastornis rechts im Bild waren etwas kleiner, aber immer noch furchterregend. Auch in den Meeren brodelt das Leben. Spitzenstellungen nehmen ein der Raubwal Basidosaurus und der Riesenhai Megalodon. In den Meeren des Tertiär gab es bis vor 30 Millionen Jahren einen schlangenartigen Raubwal namens Basidosaurus.
Früher wurde das Tier als Zeuglodon bezeichnet. Dieser wurde 18 Meter lang und war eine furchterregende Erscheinung. Der Riesenhai, Carcharocles megalodon, war in den Weltmeeren des Tertiär und Quartär weit verbreitet, seit etwa 20 Millionen Jahren bis vor etwa 2,6 Millionen Jahren. Er hat eine Länge von 15 bis 18 Metern und wog 50 bis 100 unglaubliche Tonnen. Seine Kinderstube waren die Tropenmeere und sein Revier lag überwiegend in 300 Metern Wassertiefe. Daher ist ein Überleben in der Tiefsee unwahrscheinlich, wie es von manchen heute sehr fantasievoll postuliert wird. Wie alle Haie war er ein Knorpelfisch und daher ist von seinem Skelett nicht viel erhalten geblieben. Immerhin sind Wirbelkörper erhalten geblieben und es gibt zahlreiche Zahnfunde bis 18 cm Zahngröße. Hier im Vergleich zu den Zähnen seines Nachfolgers und heute lebenden Vertreters des großen weißen Haies. Der Riesenhai Megalodon besaß das gewaltigste Maul von Haien aus allen Erdzeitaltern mit 300 mal 250 cm Größe. Seine Beißkraft war 10-mal so stark wie die des weißen Haies, seines heute lebenden Verwandten. Seine Beute waren Wale aller Größen, wie wir aus fossilen Bissspuren wissen. Die Ursache für das Aussterben dieses Spitzenprädators ist unklar. Diskutiert werden eine Abkühlung der Meere oder ein Rückgang der Wale. Zum Ende unserer fantastischen Reise durch das Tertiär und Quartär blicken wir zurück und sehen, dass nach dem Aussterben der riesigen Reptilien die Säugetiere, aber nicht nur diese, nach Arten, Formen und Größe explodiert sind. Viele dieser Arten sind aufgeblüht und wieder verschwunden. Einige Entwicklungslinien haben aber zu den uns vertrauten heutigen Tieren geführt. Wir Primaten, Hominiden, tragen durch Naturschutz und Umweltschutz auch für sie Mitverantwortung. Dr. Hans-Jürgen Alexi.